Freunde, herzlich willkommen in Hamburg. Eine wirklich wunderschöne Stadt, wie mir nochmal aufgefallen ist. Und es soll hier mindestens genauso gutes Essen geben. Ihr habt mich bombardiert mit Empfehlungen. Ich habe wirklich, glaube ich, in keiner Stadt so viele bekommen wie hier. Ich habe mich daran gewagt, das Ganze ein bisschen zu sortieren. Habe 5 sehr gute Restaurants herausgefunden. Die werden wir jetzt testen und wir starten mit einem Burger. Los geht's. So, Freunde, das ist ja also der Dulfsburger und ich muss sagen, es sieht schon mal anders aus, als ich es kenne. Wir haben hier einen Champignon-Burger, habe ich so noch nie irgendwo bekommen. Das war aber die Geheimempfehlung der Kellner, deshalb mussten wir das auf jeden Fall mal ausprobieren. Das sieht schon mal super juicy aus. Guck mal hier, das tropft einfach, ohne dass ich irgendwas mache, tropft das hier so heraus. Das sieht hart aus, also das scheint schon mal vielversprechend zu sein. Ich habe super lange nicht mehr so einen normalen Burger gegessen. Also so Smash-Burger haben komplett mein Leben übernommen, deshalb freue ich mich jetzt gerade darauf. Und wird mit Sicherheit nicht zu Unrecht so gefeiert und beliebt sein. Wir machen so einen klassischen Mittelschnitt hier durch die Mitte. Ich lache jetzt mal so wie Eric immer. Wir haben gerade Philipp hinter der Kamera. Philipp habt ihr ja letztens schon mal kurz gesehen. Eric ist leider nicht mit auf dem Trip. Deshalb schreibt mal in die Kommentare, wie der Philipp sich schlägt als Vertretung. Bitte nur positiv, er kann das sonst nicht aushalten. Hier haben wir auf jeden Fall den Burger und er sieht unfassbar juicy aus. Brioche-Bun, komplett selbstgemacht aus. Also es ist nicht so dieses, was man kennt, was man im Supermarkt kaufen kann, sondern es ist offensichtlich selbstgemacht. Und mir läuft wirklich schon so das Wasser im Mund, wenn ich ihn nur angucke. Deshalb lass uns probieren. Wow. Du kriegst wirklich so eine komplette Umami-Keule, weil die Champignons, die Pilze haben ja sowieso so viel Umami-Geschmack. Dann noch mit Sojasauce, glasiert, angebraten. Ultra krasse Karamellisierung auf dem Burger-Patty. Und so an Soße wird auch nicht gespart. Wir haben auch, muss man sagen, unser Essen, glaube ich, in 5 Minuten bekommen oder so. Also crazy schnell. Also wirklich, ich bin sehr positiv überrascht, weil es halt auch so krass schnell ging. Das ist auch safe ein Burger, den ich jedem besten Gewissens empfehlen kann. Philipp, willst du auch mal probieren? On camera. Du bist heute Eric. Messer und Gabel sind wie immer nur Deko, wenn man Burger isst. So wie ich dich kenne, wolltest du jetzt mit Messer und Gabel probieren, oder? Ja. Ist geil, ne? Mhm. Auch die Sojasauce, wie du gesagt hast. Ja, so eine gute Säure irgendwie, ne? Ich muss wirklich sagen, ein sehr, sehr gelungener Burger. Es ist so einer aus der Kategorie so, nicht so fast-foodig, sondern schon eher so Premium, aber trotzdem noch so, dass er einem Spaß macht beim Essen. Also es gibt ja manche Burger, die fühlen sich an wie so Bio-Burger. Das ist das auf gar keinen Fall, sondern der knallt richtig. Aber es hat auf jeden Fall so ein bisschen mehr Substanz, als man das kennt vielleicht. Sehr, sehr empfehlenswert, wenn ihr einen guten Burger wollt. Aber Burger sind nicht das Einzige, was wir auf der Liste haben. Ich würde sagen, ab geht's zum nächsten Spot. Eine Sache darf in Hamburg ganz bestimmt nicht fehlen, das ist ein Backfischbrötchen und das Beste soll es laut vielen von euch hier geben bei Underdogs. Wir bestellen das Ganze, wir probieren das Ganze. Ich freue mich sehr darauf, weil das eine Sache ist, die gibt es nicht in jeder Stadt. Und deshalb machen wir doch genau das, bestellen wir uns ein Backfischbrötchen, gucken uns den Laden mal an und lassen es uns hoffentlich schmecken. Okay, Leute, was geht hier bitte ab? Das sieht ja wirklich wunderschön aus. Wenn ich es nicht besser wüsste, ne, könnte ich mir vorstellen, dass das so Korean Fried Chicken ist. So richtig knuspriges Hähnchen, aber es ist Backfisch. Das Ding ist, ich weiß gar nicht unbedingt, was ein Backfischbrötchen krass macht, aber ich vertraue einfach auf meinen Geschmack, ob das jetzt reinschallert oder nicht. Aber auch die Präsentation ist wirklich super hübsch. Ne? Ihr habt es ja gerade gesehen. Crazy. Also diese Bread Roll, ne? Super buttrig, super fluffig. So ein bisschen wie Brioche, aber nicht ganz so weich, was ich aber sehr, sehr gut finde, weil es gibt dem Sandwich so ein bisschen Stabilität, so, weil der Backfisch ist super zart innen drin, wirklich knusprig paniert. Ich finde es vor allem wirklich einfach auch schön. Man kann das, glaube ich, nicht essen, ohne sich dreckig zu machen, aber sehr, sehr gut. Guck mal da drin, bisschen so ein paar Gurken, ein paar Zwiebeln und es schmeckt auch so fresh irgendwie. Wenn du so denkst an Fischbrötchen, das ist so Fischbrötchen durchgespielt. Das ist aber auch echt eine ordentliche Portion, ne? Also, das ist wahrscheinlich das beste Backfischbrötchen, was ich bisher gegessen habe, also, weil ich, wie gesagt, noch nicht viel gegessen habe, aber das ist super lecker. Das ist eigentlich eine Sache, die könnte es in jeder Stadt geben. Aber ich glaube, hier in Hamburg ist das nicht ohne Grund einer der Favoriten oder das beste Backfischbrötchen. Die Lobster Roll müssen wir natürlich auch probieren. Also, die sieht wirklich super aus. Aber ich meine, da ist richtig viel Hummer drauf, aber das kostet auch 30 Euro. Ne? Deshalb muss es auch gut schmecken. Brauchen wir mal ein bisschen Zitrone drauf. Ich habe ja in Amerika mal eine Lobster Roll gegessen. Die hat, glaube ich, 35 Dollar gekostet und die war halb so groß. Deshalb, hier kriegt man wenigstens noch was für sein Geld, ne? Für seinen 30er. Rein in die Masse. Wirklich, ich liebe das, ja. Ich glaube, ich hatte sogar mal, als ich gegoogelt habe nach Lobster Roll in Deutschland, diesen Laden hier gesehen vor 3 Jahren oder so. Deshalb. Das ist krank aus. Boah, no joke, kräftiger Hummergeschmack. Diese
Mayo-Remoulade mit der frischen Zitrone, so diese Zitrusnote, auch Schnittlauch. Es ist krass. Und du hast wirklich so, bei einem Biss hast du wirklich so einen halben Hummer im Mund so gefühlt. Deshalb, also es ist wahnsinnig teuer, so objektiv 30 Euro für so ein Brötchen. Aber Hummer ist halt teuer und du kriegst wenigstens super viel Hummer für dein Geld. Dann wurde ja freundlicherweise eingeladen, aber ich sag dir ehrlich, ich würde mir das auch mal gönnen. Trotzdem Dankeschön an den Laden, aber auch volle Transparenz, aber auch ohne alles würde ich mir mal gönnen. Also es war wirklich sehr, sehr lecker. Ich muss sagen, es war kein ganz klassisches Fischbrötchen, aber ich muss sagen, es hat so den Touch von Hamburg, ultra lecker. Deshalb dicke Empfehlung von mir. Ab geht's zum nächsten Spot. Ich mag das sehr gerne hier, muss ich wirklich sagen. Und? Leute, kein Spaß. Die sind überall ausverkauft. Es gibt 4 Filialen von dem Laden hier, die meinen keine Chance. Sie sind um 16.50 Uhr da, keine Chance. Dann haben die aus den tiefsten Ecken des Ladens noch 2 Franzbrötchen rausgekramt und uns geschenkt. Sowas passiert uns nicht mal in Köln. Wir haben nicht irgendwie gefilmt oder irgendwas. Das war einfach nur pure Freundlichkeit. Und das in Hamburg. Also vielleicht stimmen die Vorteile doch nicht. Das probieren wir jetzt, aber das lassen wir uns richtig schmecken. Hier haben wir das gute Stück. Ich greife einmal rein. Das ist wirklich, das war wahrscheinlich einfach kein Schönheitspreis mehr gewonnen. Wurde dementsprechend aus dem Verkauf genommen. Das ist uns ganz egal. Also ich habe mich wirklich sehr gefreut gerade, dass sie uns das gegeben haben. Und ich habe, glaube ich, noch nie ein ausgezeichnetes oder ein besonders gutes Franzbrötchen gegessen. Wir haben hier auf der Unterseite so einen ganz soften Teig, ganz klebrig in der Hand, so ein Hefegebäck. Warum sind die Hamburger so verrückt danach? So, und warum lohnt es sich vielleicht, sich das zu holen? Jetzt bin ich gespannt. Es wurde gesagt, dass sie sei die Nummer 1, weil die wahrscheinlich seit 100 Jahren ihr Franzbrötchen-Rezept haben und unverändert gelassen haben. Und ich weiß nicht, ob es ist, weil wir durch die ganze Stadt gefahren sind, um das zu essen, aber es schmeckt wirklich sehr, sehr, sehr gut. Philipp, du musst auch probieren. Mega geil. Das ist richtig lecker. Ich weiß gar nicht so, ob es was, also als jemand, der das ein, zweimal erst gegessen hat in seinem Leben, ist es so weich, so ein bisschen knusprig oben, super süß. Dieser Zimtgeschmack ist total lecker. Schmeckt fast so ein bisschen weihnachtlich, finde ich, mit dieser Zimtnote. Mm. Also wer was typisch hamburgerisches essen möchte, schaut vielleicht bei der kleinen Konditorei vorbei. Der Standort hier, wirklich, mein Herz ist auch erwärmt, weil sie so nett waren. Die haben uns das einfach geschenkt. Das war ein kleiner Einschub. Gehen wir zum nächsten Spot. Franzbrötchen kommt auf meine gute Liste. Es ist wieder soweit, es darf bei keinen Foodhot-Spots fehlen, Pizza. Und auch in Hamburg haben wir uns eine besondere Pizza rausgesucht, besser gesagt ihr. Mein Kommentarsticker wurde gespammt mit diesem Laden. Jill, napolitanische Pizza. Und er sieht von außen so sehr trendy aus für so einen Pizza-Spot. Und von drinnen, was ich sehen kann, auch sehr, sehr schick. Deshalb würde ich sagen, gehen wir mal rein, suchen wir uns eine schöne Pizza aus und gucken, wie sie vielleicht im Vergleich zu Düsseldorf, Frankfurt und sonst so abschließt. Wirklich so oft, wie mir das geschickt wurde, muss das eine super Pizza sein. Gucken wir mal rein. Guckt es euch selbst an. Ich meine, es ist ein wunderschöner Laden, sehr, sehr stilvoll eingerichtet. Genauso bei der Karte. Man kriegt nur eine kleine, winzige Karte mit 5 ausgewählten Pizzen. Das sind die Tagespizzen. Online gibt es eine größere Karte. Ich habe mich nicht für eine von denen hier entschieden, sondern für die Lukas-Pizza. Und zwar eine mit scharfer Chorizo. Ich glaube, eine sehr, sehr gute Pizza. Wurde mir auch empfohlen. Deshalb bestelle ich die. Wir gönnen uns die rein. Und es ist wirklich ein rundum sehr nicer Laden. Man hat auch das Gefühl, so alle haben Bock auf ihren Job. Und ich hoffe, der Pizzabäcker auch. Deshalb gucken wir mal, was wir für eine Pizza bekommen. Wow! Kurz nach bitte. Ein Kunstwerk, dankeschön. Alter Schwede, das kann sich sehen lassen. Lukas Picante heißt diese Pizza und sie riecht auch Picante. Also wir haben am Ende gerade, habe ich gesehen, noch mal so ein bisschen Chili Dust drüber gemacht. Wir haben Basilikum in der Mitte sowas. Das ist einfach eine sehr, sehr schöne Pizza. Genauso auch so der getigerte Rand, den ja eine gute napolitanische Pizza auszeichnet. Let's go. Also die Schärfe wird fantastisch abgemildert von diesem cremigen Burrata. Die Tomatensauce ist, wie sie sein muss. Wahrscheinlich so richtig schönes San Marzano-Tomaten. Einfach nur ein bisschen Meersalz. Und das ist eine verdammt gute Pizza. Dazu müssen wir sagen, 15,50. Also schon viel, ne? Ein stolzer Preis, aber das ist halt auch nicht eine Pizza, sondern ein Kunstwerk in Form von einer Pizza. Wirklich alle Zutaten schmecken krass. Der Teig hat so eine Knusprigkeit. Bei dem Underdogs zum Beispiel war das ja so, das war typisch Hamburg. So, wenn dieser Laden hier könnte halt auch anderswo stehen, aber zu Recht wurde mir so viel empfohlen und zu Recht empfehle ich ihn jedem weiter, der eine gute Pizza in Hamburg sucht. Also ich hau das Ding jetzt weg, Philipp ist auch hungrig und also es könnte eine meiner Lieblingspizzen sein. Und wir gehen jetzt von hier wirklich nur 100 Meter weiter zu Lokma. Und das mache ich nicht, weil ich faul bin, sondern weil anscheinend die beiden richtig, richtig guten Top-Restaurants direkt nebeneinander sind. Und um ehrlich zu sein, ich war hier schon mal und es war krass. Deshalb, lass uns reingehen. Türkisches Essen, die ganze Bandbreite, große Gastfreundschaft und gutes Essen. Schauen wir uns das Ganze an. Los geht's.
Also, wir haben uns gerade hingesetzt und klar, also wir sind mit einer Kamera hier und so, aber wir wurden sehr, sehr freundlich empfangen und wir haben nichts davon bestellt. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe ein Video gedreht, einen Tag essen gehen in der Türkei. Da wurde ich auch beladen mit Essen. Wir haben heute mehrfach gesagt, bitte, gebt uns nicht so viel Essen. Wir wollen uns jetzt eine kleine Platte machen mit den besten Gerichten für eine Person, die sie hier haben. Ich habe Angst, aber schauen wir mal, was kommt. Ja. Leute, das ist, bitte bringt uns so viel. Also, wir werden jetzt Sorge tragen, dass das alles zum sinnvollen Zweck zugeführt wird, aber das ist einfach nicht normal. Ich habe mit Philipp gewarnt. Ich meinte zu Philipp, so, die werden übertreiben. Aber wir müssen die reinnehmen, weil alle gesagt haben, es ist einer der Top-Food-Spots, aber ich hatte zu Recht Angst. Wir sind mit in Worten reinkommen, bitte übertreiben nicht. Lammkotelett. Es geht halt legit nicht frischer. Man kommt halt wirklich aus der Küche direkt auf den Tisch. Das fliegt nicht. So ein Durchsatz an Essen, das fliegt hier quasi durch den Laden. Philipp hat das Ganze ja gerade gefilmt in der Küche. Da ist so ein Hochbetrieb. Die ballern alle, was das Zeug hält. Das schmeckt man so. Das ist einfach, da steckt richtig viel Liebe, richtig viel Arbeit drin. Da haben wir ja ein bisschen Platz zwischen den Tomaten. Ein wenig Bulgur. Ich liebe diesen groben Bulgur. Dieser leichte Tomatengeschmack daran. So ein geiler Garpunkt. Hier drüben haben wir ein wenig von einem Spieß. Der zerfällt schon, wenn ich hier probiere, was von zu nehmen. Wir gehen rein. Sieht so lecker aus. Ne? Das ist wirklich. Du darfst gleich. Keine Sorge. Butterweich, saftig, knusprige Schicht außen. Dieser Holzkohle-Geschmack. So alles wird ja über Holzkohle gemacht. Auch einfach unschlagbar. Hier drüben. So merkt ihr, es kommen immer neue Sachen zum Vorschein. Hier drüben sind so selbstgemachte Lamajun. Was soll ich hier noch sagen? Es ist wahnsinnig lecker, super frisch. Wir wurden mehr als gastfreundlich empfangen. Und ich glaube, für all diejenigen, die gerne türkisch essen wollen, eine warme Empfehlung als Anlaufstelle dafür. Ich versuche hier mal zu essen, was ich essen kann. Dann habe ich vielleicht noch ein paar Worte und dann sehen wir uns wieder. Mama Mia, das war ein Festmahl. Ich bin mehr als satt nach diesem sehr, sehr leckeren Tag in Hamburg. Ich bin mir sicher, es war auch für euch was dabei. Wenn ihr mal in Hamburg seid, testet einen der Läden aus, lasst euch schmecken. Ich gehe jetzt schlafen. Übrigens, wir haben besprochen, das Essen, was übrig war, wird hier an die Obdachlosen verteilt, was ich sehr, sehr korrekt finde. Deshalb Props und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.